Infinferates ist aktuell Deoxys in der Verteidigungsform und ich will hier zeigen, wie man es zu viert besiegt. Gegen Ende werde ich hier bei Obers Let's Play auch noch eine Übersicht sehr guter Konter vorstellen. Deoxys in der Verteidigungsform ist ein Psycho-Pokémon und dementsprechend ist sehr effektiv, Geist, Unlicht und Käfer. Hier beginne ich als erstes mit meinem Krypto-Despotar, das ist ein Gesteins- und Unlicht-Pokémon mit Angriff Biss und der Ladetacke Knirscher. Krypto-Pokémon macht 20% mehr Schaden, bekommt dafür allerdings 20% mehr Schaden durch Deoxys, macht aber nicht so viel aus, denn Deoxys in der Verteidigungsform ist ein Pokémon, das sehr wenig Schaden macht. Verhältnismäßig zu den anderen Raid-Bossen, dafür aber sehr viel aushält. Das heißt, man muss schauen, in möglichst kurzer Zeit, sprich in der Raid-Zeit, viel Schaden zu machen. Deswegen ist es auch schwierig, den mit wenigen Leuten zu besiegen. Ich probiere es hier mit 4 Leuten, was machbar ist. 3 ist theoretisch auch möglich, allerdings muss man da schon gewisse Umstände berücksichtigen, wie zum Beispiel, wenn man Wetterverstärkung nutzt, Nebel leider nur, dann sollte 3 möglich sein natürlich. Genauso, wenn man vermehrt Mega-Entwicklungen einsetzt, beziehungsweise nur die idealen Pokémon nutzt. Ich nutze hier lauter verschiedene Pokémon, wie hier zum Beispiel mein Krypto-Snibunna. Das war jetzt ein Unlicht- und Eis-Pokémon mit Angriff Standbaug und der Ladetacke Schmarotzer. Jetzt ist mein Gengar da. Das ist ein Geist- und Gift-Pokémon mit Angriff Dunkelklaue und der Ladeattacke Spukball. Wie schon gesagt, ich verwende lauter verschiedene Pokémon, die man als Konter nutzen kann. Vermehrt Krypto-Pokémon, um ein bisschen auszugleichen, dass ich lauter verschiedene nutze. Dadurch sind es nicht nur die idealen und ist etwas schwieriger. Jetzt ist mein Skelabra im Einsatz, das ist ein Geist- und Feuer-Pokémon mit Angriff Bürde und der Ladeattacke Spukball. Leider schon weg, dafür kommt jetzt Darkrai. Das ist ein Unlicht-Pokémon mit Angriff Standpauke und der Ladeattacke Spukball. Dieses Pokémon hält schon einiges mehr aus. Und wenn man jetzt allgemein jetzt schon schaut, es kommt jetzt fast schon zur Halbzeit und jetzt ist auch gelber Bereich, das heißt Deoxys in der Verteidigungsform hat weniger als 50% des Lebens noch übrig und über 160 Sekunden war noch da, also über die Hälfte der Zeit. Das heißt, dieser Quad-Raid, also sprich zu viert, sollte möglich sein, aber ein bisschen knapper als man denkt. Liegt jetzt auch daran, dass der Deoxys leider auch Steinhagel hat als Ladeattacke. Die macht natürlich auch ein bisschen mehr Schaden als andere Attacken, die er noch hat. Also ein bisschen ungünstig auch für mich, aber trotzdem soll jetzt zu viert machbar sein. Hier ist aktuell mein Krypto Sherrox da. Das ist ein Käfer- und Stahl-Pokémon mit Angriff Zornklinge und der Ladeattacke Kreuzschere. Da Käfer natürlich auch schön sehr effektiven Schaden macht. Jetzt ist aber auch das letzte Pokémon von meinem ersten Team weg. Ich habe natürlich auch ein zweites Team vorbereitet dafür. Das kommt jetzt zum Einsatz und als erstes ist hier Giratina Urform. Das ist ein Geist- und Drachen-Pokémon mit Dunkelklau und der Ladetacke Spukball. Das ist ein Pokémon, das einigermaßen auch viel aushält und trotzdem sehr effektiven Schaden macht. Also wenn man mehrere von Giratina Urform hat, kann man die genauso einsetzen im Kampf. Wäre auch nicht schlecht. Jetzt sieht man schon, Deoxys ist im roten Bereich, das heißt, er hat weniger als ein Viertel seines Lebens übrig und Zeit war mehr als ein Viertel übrig, also es wird machbar sein. Nochmal zur Giratina-Urform. Die hält zwar viel aus, macht viel Schaden, aber ist natürlich nicht die idealste Konter. Sprich, wenn man es mit möglichst wenig Leuten machen will, dann sollte man zum Beispiel für mehr zum Beispiel auf Darkrai setzen, möglichst hochgepowert. Aber das ist auch nicht so einfach, so viel davon zu haben. Jetzt ist Genesec da, das ist ein Käfer- und Stahl-Pokémon mit Angriff Zornklinge und der Ladetacke Kreuzschere. Hier ist die Shiny-Version, die ich mir mal gefangen habe. Da hatte ich Glück. Und ja, macht natürlich schön effektiven Schaden, allerdings jetzt schon weg. Jetzt kommt mein Krypto Raikou, der ist ja auch gut. Das ist ein Elektro-Pokémon mit Angriff Donnerschock. Ist nicht sehr effektiv, aber die Ladeattacke Spukball dafür umso mehr.
Und da es Krypto-Pokémon ist, macht es natürlich auch viel mehr Schaden. Und jetzt sieht gut aus, auch wenn es jetzt sehr knapp ist. Ja, er ist besiegt worden, also wirklich etwas knapp geworden. War nicht so geplant, beziehungsweise ich hatte eigentlich gehofft, dass zu viert es etwas einfacher ist als jetzt, aber da muss man halt auch immer auf die Attacken achten und dementsprechend Glück haben, wenn er Schwächere hat. Okay, was habe ich? Ja, okay, 45 Ladeattacken. Ja, okay, dafür hat er andere Kampfstark mit seinen 4227 Schaden. Okay, ich habe natürlich lauter unterschiedliche, deswegen ist es auch so, dass ich nicht unbedingt den meisten Schaden gemacht habe. Ich habe auch zu oft gewechselt. Jetzt mal den in der Verteidigungsform fangen. Wie immer das gleiche Problem. Genau, nicht fabelhaft getroffen. Bei den ersten Raids schaffe ich es immer nicht fabelhaft zu treffen. Ich weiß nicht warum. Ich muss mich immer erst wieder einstellen und bis ich das mal richtig drin habe, ihn auch fabelhaft zu treffen, was knapp jetzt daneben war, dann klappt es auch einigermaßen, weil eigentlich soll er nicht so schwer fabelhaft zu treffen sein, aber hier hatte ich ein bisschen Pech. Jetzt schauen wir mal weiter. Ja, jetzt fabelhaft getroffen. Deoxys kann man Raids eigentlich nicht einsetzen in der Verteidigungsform. Das einzige wäre in der Kampfliga. Und sobald er drin ist, erster Fang des Tages, heute noch gar nichts anderes gefangen gehabt, noch nicht dazugekommen. Und jetzt mal auf die Bewertung schauen. 3 Sterne, ja, gar nicht mal so schlecht. Jetzt zeige ich euch noch ein paar gute Konter-Pokémon, mit denen ihr Deoxys in der Verteidigungsform leichter besiegen könnt. Als erstes die Mega-Entwicklungen wie Mega Gengar mit Dunkelklaue und Spukball oder Mega Hundemon mit Standbauge und Schmarotzer. Ansonsten setzt man Pokémon ein wie Mewtwo mit Psychoklinge und Spukball. Die Krypto-Version wäre natürlich besser. Hier Krypto Despotar mit Biss und Knirscher. Allgemein, wenn man die Krypto-Pokémon nicht hat, kann man auch hier die jeweiligen normalen Versionen benutzen. Machen weniger Schaden, kann man trotzdem sehr effektiv einsetzen. Geratine Urform mit Dunkelklaue und Spukball. Darkrai mit Standbauke und Spukball. Skelabra mit Birte und Spukball. Genesect mit Zornklinge und Kreuzschere. Kryptoraikou mit Donnerschock und Spukball. Kryptosherox mit Zornklinge und Kreuzschere. Kryptosnibunna mit Standbauge und Schmarotzer. Und die Normalform von Gengar mit Dunkelklaue und Spukball bzw. der normale Hundemon mit Standbauge und Schmarotzer. Fragen bitte in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.